Habt ihr euch schon mal gefragt, ob eure Cannabispflanze denken kann oder ob sie sehen, schmecken, hören oder fühlen kann? Ihr habt doch sicherlich schon mal eine Zeitrafferaufnahme gesehen, wie eine Pflanze Richtung Licht wächst. Macht sie das bewusst? Fühlt sie, wo das Licht ist oder kann sie es vielleicht sogar sehen? Die Mechanismen, die in einer Pflanze für solche Prozesse verantwortlich sind, nennt man Tropismen. Das kommt vom griechischen Wort Trepo, was übersetzt Wende bedeutet. Man versteht darunter die Bewegung auf einen Reiz hin oder die Neigung zu etwas. Es gibt ganz unterschiedliche Tropismen, die in der Cannabispflanze die unterschiedlichsten Reaktionen auslösen können. Einige davon werde ich mir mal heute genauer anschauen und wer weiß, vielleicht kann man sich ja sogar einige zunutze machen, um später die Ernte zu verbessern. Die besten Ergebnisse erzielt ihr aber, wenn ihr den Dünger meines Partners Greenhouse Feeding verwendet. Gerade die Starter-Kits sind perfekt, um den Dünger mal auszuprobieren. Kinderleichte Anwendung und mit dem Code VHW bekommt ihr den besten Preis im Shop. Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen. Wenn Tiere oder Menschen in der Natur durch Umwelteinflüsse bedroht sind, müssen sie sich ihrer Umgebung anpassen. Sie können sich von einem Ort zum anderen bewegen. Das kann eine Pflanze natürlich nicht. Damit sie trotzdem schwierige Bedingungen überstehen kann, muss sie die Tropismen nutzen. Heute zeige ich euch mal drei Tropismen, die man ganz einfach direkt an der Pflanze beobachten kann und die für das Überleben der Pflanze wirklich essentiell sind. Beginnen möchte ich mit dem Phototropismus. Stellt euch einfach mal vor, eine Pflanze wächst im Schatten einer anderen. Ihr Standort sorgt also dafür, dass sie weniger Licht bekommt, als wenn sie nicht im Schatten dieser Pflanze stehen würde. Die Pflanze reagiert darauf, indem sie sich aus dem Schatten heraus in Richtung Sonne krümmt. Dafür ist die Pflanze mit Photorezeptoren ausgestattet, mit denen sie erkennt, aus welcher Richtung das Licht kommt. Unter Phototropismus versteht man also die Reaktion einer Pflanze auf den Einfluss von Licht. Die Lichtrezeptoren in einer Pflanze nennt man Phototropine. Sie reagieren hochempfindlich vor allem auf die blauen Anteile des Lichts. Wird die Pflanze direkt von oben von der Lichtquelle bestrahlt, ist sie zufrieden und muss nichts verändern. Kommt die Lichtquelle dagegen von der Seite, geben die Lichtrezeptoren der Pflanze das Signal, mehr Zellen auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Schattenseite, wachsen zu lassen. Diese zusätzlichen Zellen lassen diese Seite länger werden und das lässt die Pflanze sich in Richtung des Lichts biegen. Sehen kann die Pflanze das Licht also nicht, aber spüren kann sie es schon irgendwie. Was aber, wenn ich euch sage, dass die Pflanze sogar unterschiedliche Farben wahrnehmen kann? Sie kann nicht nur besonders auf die blauen Anteile des Lichts reagieren, sondern auch besonders auf das rote Spektrum des Lichts, wie es zum Beispiel bei einem Sonnenuntergang besonders stark vorhanden ist. Rotes Licht schickt die Pflanzen sozusagen ins Bett und sagt ihnen, dass es Zeit ist, schlafen zu gehen und die Prozesse für die Nacht einzuleiten. Das kann sich auch der Homegrower zunutze machen. Manche modernen LED-Lampen bieten mit Far-Red ein sogenanntes Einschlaflicht an. Wird die Pflanze damit etwa 15 Minuten, bevor das Licht ganz ausgeht, bestrahlt, weiß sie, dass es Zeit ist, sich auf die Nacht einzustellen. Ohne diese Funktion, also wenn zum Einleiten der Nacht einfach das Licht ausgeschaltet wird, braucht die Pflanze etwa 4 bis 5 Stunden, um zu verstehen, dass die Nacht begonnen hat. Da Pflanzen nachts die am Tage aufgenommene Lichtenergie nutzen und am stärksten wachsen, geht somit wertvolle Zeit verloren. Für Cannabis bedeutet das, dass die Pflanze länger braucht, um fertig zu werden und sich somit die Ernte nach hinten verschiebt. Na klar, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr die halbe Nacht nicht geschlafen hättet? Achtung! Die meisten LEDs, die mit dem Far-Red im Spektrum werben, sind nicht dazu geeignet, Pflanzen auch wirklich schneller schlafen zu schicken. Um diesen Effekt zu erzielen, muss man das tiefrote Spektrum etwa 10 bis 15 Minuten einzeln und getrennt vom regulären Licht angeschaltet lassen. Nur so funktioniert es auch als Schlafinitiator. Will man sich diesen Einschlafeffekt zunutze machen, muss man in der Regel eine extra LED mit tiefrotem Spektrum kaufen und diese gesondert per Zeitschaltuhr am Ende des Tages laufen lassen. Wenn die Pflanze sich zum Licht bewegt, spricht man von einem sogenannten positiven Tropismus. Es gibt aber auch negative Tropismen, bei denen ein Reiz nicht dazu führt, dass sich die Pflanze auf etwas zubewegt, sondern gezielt davon entfernt. Das ist bei den Wurzeln der Fall. Die Lichtrezeptoren über der Erde sagen den Wurzeln unter der Erde, in welche Richtung sie wachsen sollen. Sie wachsen entgegengesetzt der Lichtquelle, weil die Pflanzen ihre Wurzeln in Richtung Wasser und Nährstoffe lenken wollen. Alle Tropismen haben sowohl eine negative als auch eine positive Form. Es gibt in der Pflanze unzählige Tropismen, alle zu erwähnen würde aber, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Für uns besonders interessant ist aber noch der Gravitropismus. Wie der Name schon sagt, geht es dabei um die Reaktion der Pflanze auf Einwirkungen durch die Schwerkraft. Der Gravitropismus hat dabei verschiedene Funktionen. Wenn ich einen Samen in die Erde stecke, dann den Topf auf die Seite lege und warte, was passiert, werde ich feststellen, dass die Pflanze sich nach dem Austritt aus der Erde krümmt und senkrecht nach oben wächst. Das macht sie, um sicherzustellen, dass sie genug Sonnenlicht abbekommt und um sich aufrecht zu halten und sich gegen Wind und andere äußere Kräfte zu stabilisieren.
Auch wenn eine Pflanze durch einen Sturm umgeknickt ist, hilft der Gravitropismus dabei, sich wieder aufzurichten. Dabei wächst die Pflanze immer entgegen der Schwerkraft, die Wurzeln dagegen wachsen mit der Schwerkraft. Obwohl wie beim Phototropismus der Pflanze durch den Gravitropismus geholfen wird, Richtung Sonnenlicht zu wachsen, gibt es einen kleinen Unterschied. Beim Phototropismus bekommt die Pflanze einen Reiz vom Sonnenlicht und richtet sich zum Reiz, also zum Sonnenlicht aus. Positiver Phototropismus zum Reiz hin. Gleichzeitig wachsen die Wurzeln entgegen des Lichtreizes, um an die Nährstoffe im Boden zu gelangen. Beim Gravitropismus wächst die Pflanze auch Richtung Sonne und die Wurzeln Richtung Boden, der eigentliche Reiz ist aber die Schwerkraft. Da sie entgegen der Schwerkraft, also vom Reiz weg, wächst, handelt es sich hierbei um einen negativen Gravitropismus. Beim Wurzelwachstum dagegen um einen positiven Gravitropismus, also genau umgekehrt zum Phototropismus. Wenn man den Pflanzen dabei zusieht, wie sie sich Richtung Licht ausrichten, könnte man sich schnell fragen, wo ist denn der Unterschied zwischen Gravitropismus und Phototropismus? Die Wahrheit ist, dass verschiedene Tropismen ähnliche Reize auslösen können und oft nicht nur ein Tropismus für die Reaktion der Pflanze verantwortlich ist, sondern mehrere Tropismen zusammenwirken. Bei der abgeknickten Pflanze sagt der Gravitropismus: Da bin ich wohl etwas in Schieflage geraten, ich richte mich mal besser wieder auf. Gleichzeitig hilft aber auch der Phototropismus, das Licht zu finden und sich aufzurichten. Die wichtigste Funktion hat der Gravitropismus aber zu einer Zeit, in der die Pflanze noch gar kein Licht über ihre Photorezeptoren aufnehmen kann. Und zwar, wenn der Samen einer Pflanze frisch unter der Erde ist und beginnt zu keimen. Auch dann muss die Pflanze natürlich wissen, in welche Richtung sie wachsen muss und wo es für die Wurzeln hingehen soll. Vereinfacht kann man sagen, dass die sogenannten Gravirezeptoren der Pflanze die Schwerkraft wahrnehmen. Die maximale Reizenergie, die der Zelle dabei zur Verfügung steht, ist ihr eigenes Gewicht. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als wenn sie merkt, in welche Richtung sie fällt. Wenn ich einen Seed in die Erde pflanze, merken die Zellen also sofort, wo oben und wo unten ist. Deswegen ist es auch egal, wie rum ihr einen Seed pflanzt, die Wurzel wird immer ihren Weg nach unten finden. Das könnt ihr in dieser Zeitrafferaufnahme wirklich sehr schön sehen. Dass der Gravitropismus wirklich existiert und die Schwerkraft das Wachstum der Pflanze wirklich beeinflusst, wurde übrigens in einem Versuch 1809 das erste Mal bewiesen. Man hat einfach Pflanzen an der Wand eines sich horizontalen drehenden Rades befestigt. Dabei hat die Zentrifugalkraft die Gravitation überlagert und die Pflanzen sind gerade aus den Töpfen gewachsen, als wenn sie sich auf dem Boden befinden würden. Damit ihr versteht, was ich meine, haben wir dieses Experiment mal nachgebaut. Dafür haben wir eine Kuchenform auf einem Plattenspieler montiert und vier kleine Behälter mit Pflanzen so an der Außenwand platziert, dass die Öffnungen nach innen zeigen. Normalerweise müssten die Pflanzen jetzt steil nach oben wachsen, als wenn ich einen Topf auf die Seite legen würde. Durch die Zentrifugalkraft, die durch das Drehen des Plattenspielers nun auf die Pflanzen wirkt, sind sie aber nicht nach oben, sondern waagerecht aus den Töpfen rausgewachsen. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir die Gravirezeptoren überlistet haben. Man kann sich den Gravitropismus aber auch als Grower durchaus zunutze machen oder besser gesagt eine Mischung aus Gravitropismus und Phototropismus, denn in der Praxis ist natürlich nicht immer klar zu erkennen, ob eine Pflanze gerade auf einen Licht- oder auf einen Gravitationsreiz reagiert. Das sogenannte Scrogging ist eine Methode beim Anbau, bei der ein Netz oder Gitter über die Pflanzen platziert wird. Das Netz hilft dabei, das Wachstum der Pflanzen zu kontrollieren und ihre Blütenproduktion zu maximieren. Dafür werden die oberen Triebe vorsichtig durch das Gitter geschoben, die unteren Triebe der Pflanze werden dabei entfernt, damit sämtliche Energie, die der Pflanze zur Verfügung steht, in die oberen Teile fließt. Die Tropismen helfen dabei, die oberen Teile der Pflanze immer wieder zum Licht auszurichten. Ohne Tropismen würde diese Methode nicht funktionieren. Man verwendet diese Methode, damit alle Teile der Pflanze gleich viel Licht abbekommen. Normalerweise bekommen die unteren Blüten ja deutlich weniger Licht ab als die oben liegenden. Umso weniger Licht ein Bud zur Verfügung steht, desto weniger entwickelt er sich. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Sobald der Eigenanbau erlaubt ist, bekommt ihr hier genau für solche Techniken natürlich Tutorials geliefert. Neben dem Phototropismus und dem Gravitropismus gibt es noch einen weiteren Tropismus, der für unsere Pflanze eine große Bedeutung hat. Ich spreche vom Hydrotropismus. Hydrotropismus ist die Reaktion, die bei Cannabis und anderen Pflanzen beobachtet werden kann, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen. Diese Reaktion hat eine erhebliche Bedeutung, da sie den Pflanzen dabei hilft, ihren Wasserhaushalt zu regulieren. Außerdem dient der Hydrotropismus als Schutzmechanismus vor sowohl Überwässerung als auch Trockenheit. Wenn Cannabis gleichmäßig gegossen wird, verhalten auch die Wurzeln sich ganz normal und nehmen nach und nach das Erdreich ein. Wenn die Wurzel allerdings Probleme hat, Wasser zu bekommen und sie merkt, dass nicht weit von ihr entfernt im Erdreich Wasser vorhanden ist, wird sie ihre Wurzeln in Richtung der Feuchtigkeit wachsen lassen. Etwas Ähnliches passiert übrigens, wenn die Pflanze zu viel Wasser bekommt und die Pflanze droht an Sauerstoffmangel zu ersticken. Dann wird die Pflanze versuchen, der überwässerten Erde zu entfliehen. Sie wächst sozusagen aus der Feuchtigkeit heraus, bis sie eine trockenere Stelle gefunden hat, um wieder Luft zum Atmen zu bekommen.
Wirklich interessant dabei ist, dass die Wurzeln dabei dem Gravitropismus, also dem Drang nach unten zu wachsen, überwinden müssen. Je nach Umgebungsbedingungen entscheidet sich die Pflanze sozusagen, was für sie gerade das Beste ist. Aber kann man dabei wirklich von einer Entscheidung sprechen? Wir haben uns ja am Anfang dieser Folge gefragt, ob Cannabis sehen, schmecken, hören oder auch fühlen kann. Wir wissen zwar mittlerweile, dass die Pflanze gezielt auf Umwelteinflüsse reagiert, aber stecken da wirklich Sinneswahrnehmungen hinter, wie bei uns Menschen? Also, ob sie sehen können, haben wir ja eigentlich schon beim Phototropismus geklärt. Die Sensoren, die das Licht wahrnehmen, kann man sich wie Solarzellen oder einen Kamerasensor vorstellen. Es wird zwar Licht wahrgenommen, aber nicht wirklich gesehen. Um etwas sehen zu können, braucht man ein Gehirn, das das Gesehene verarbeitet und realisiert. Die Bilder entstehen sozusagen erst in unserem Kopf, so ein Gehirn hat Cannabis natürlich nicht. Was Pflanzen dagegen schon haben, ist so etwas wie ein Tastsinn. Wenn sich einer Pflanze zum Beispiel beim Wurzelwachstum ein Stein in den Weg stellt, wird sie ihre Wurzel geschickt am Stein vorbei manövrieren. Oder man denke nur mal an Pflanzen, die sich um Äste und Zäune wickeln, um Halt zu suchen. Auch dafür ist ein Tropismus verantwortlich, der sogenannte Thigmotropismus. Den haben wir in dieser Folge allerdings nicht näher behandelt, weil er für Cannabisgärtner doch eher irrelevant ist. Es gibt tatsächlich auch Experimente, die sich damit beschäftigt haben, ob Cannabis hören kann. Der indische Forscher T.C. Singh hat im Jahre 1950 herausgefunden, dass Pflanzen, die mit Musik beschallt wurden, 20% höher wurden und bis zu 72% mehr Biomasse aufwiesen. Außerdem zeigt die Studie, dass Seeds, die unter Beschallung von Musik gekeimt sind, im Durchschnitt größer wurden, mehr Fächerblätter produzierten und eine bessere Stammstärke aufwiesen. Ob das wirklich an der Musik liegt, das lässt sich allerdings bis heute nicht beweisen. Einerseits wird argumentiert, dass Grower, die bereit sind, ihre Pflanzen dauerhaft mit Musik zu beschallen, diese einfach mehr Lieben und Zuneigung entgegenbringen und somit die Pflanzengesundheit fördern. Dein Kaffee. Andererseits ist es so, dass Pflanzen durchaus Schallschwingungen wahrnehmen können. Allerdings nicht wie beim Menschen und bei Tieren über den Gehörgang, sondern über sogenanntes Protoplasma. Dieses Protoplasma befindet sich in einer ständigen Bewegung, das heißt, es wird von allen Schwingungsfrequenzen beeinflusst. Es wird vermutet, dass die Schallwellen diesen ständigen Bewegungszustand verändern und die Bewegung dieser Zellen möglicherweise beschleunigen können. Das könnte die Ursache für die verbesserte Wachstumsrate, die verbesserte Nährstoffaufnahme und Verarbeitung sowie die allgemeine Vitalität der Pflanzen sein. Das würde auch erklären, warum ähnlich positive Effekte auf die Pflanze beobachtet werden konnten, wenn sie gar nicht mit Musik beschallt wurde, sondern in der Nähe häufig mit Kopfhörern einfach nur getanzt wurde. Die dadurch entstehenden Vibrationen im Boden scheinen die Pflanzen ebenfalls positiv aufgenommen zu haben. Heute habe ich euch wieder Expertenwissen einfach erklärt. Wenn euch dieses Konzept gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, der folgenden Daumen oben dalassen und unten kommentieren. Somit helft ihr uns, YouTube zu zeigen, dass euch diese Inhalte gefallen haben und es noch an viele weitere Menschen ausgestrahlt wird. In diesem Sinne, wir sehen uns zur nächsten Folge. Euer Vince.